Erst die Eier. Dann das Müsli. In der Zwischenzeit zeige ich Daddy, Teddy, wie man ein Bier aufmacht. Laikheim, es wurde sich auch unter anderem gewünscht. 4,9 Promille. Es soll sehr gut sein. Dies, das, Ananas. Werde ich entscheiden. Es gibt noch eine Band, die heißt Deine Laikheim. Jo, aber das war jetzt nicht so mein Musikgeschmack, aber ich glaube, das war so Dark Grufti. Warum brennt das Licht? Warum liegt hier Stroh? Da brennt tatsächlich Licht noch. Im Autohaus um diese Uhrzeit? Ja, Herr Teddy, so wird ein Bier aufgemacht, aber Sie wissen es bestimmt. Es ist... eine Schande, ja. Das war nicht wie gewünscht. Ich rechnete jetzt tatsächlich mit dem übelsten Flop und Boom, Bam, Bang und so weiter und richtig Boom, dass die Karre aufplatzt, aber nee. Es war eine Nullrunde. Bin enttäuscht. Ja, also flop-technisch bist du ein Flop. Aber das... Vielleicht eine Flasche unter Millionen, ihr könnt es mir bestimmt bestätigen. Macht euer Laikheim auf, wenn ihr Bier trinkt und sagt mir, ob es bei euch floppt oder ob es auch diese Art von Flop gab. Also ich bin sehr enttäuscht, dass, wie ihr seht, bin ich jetzt mitgenommen. Der Tag, der Abend ist gelaufen. Nein, nur Spaß. Jetzt kommen wir zur Verkostung. Riecht eigentlich mild, aber wo man sowas riechen kann, weiß ich nicht. Aber ich empfinde es so. 4,9 Promille. Ist eine stabile, normale Durchschnittsansage. Nicht zu low, nicht zu high. Obwohl, gibt es zu high? Ja, es gibt eine Grenze, wo Bier nicht mehr nach Bier schmeckt. Ja, es bittert nach, aber es ist jetzt nichts. Natürlich, bei Bier, ich weiß schon, ist meine Aussage alles völlig hinfällig, aber es geht mir sehr ums Bittern beim Bier, wie ihr es festgestellt habt in meinen vergangenen Videos. Und es wird sich auch nicht ändern. Ja, die Bitterstoffe sind vorhanden. Es ist ein... Süffisches Bier, das würde ich eigentlich auch zu jedem sagen. Gehen wir mal tiefer in die Materie. Es schmeckt nach Holz. Ein holzischer Geschmack, der gepaart mit einem Malz ist. Ganz fein im Hintergrund. Holzmais. Ja, ich sehe eine Landschaft. Es ist ein weites Feld. Kann auch diverse Spuren von Raps enthalten. Was sehe ich noch? Eine Katze. Kurze Zeit nichts. Ein Elefant. Ich habe keine Drogen genommen oder irgendwas. Das werde ich auch nichts anderes als Alkohol jemals nehmen oder trinken. Nur nochmal zur Bestätigung. Mr. Eos ist Naturstone. Wenn ich so bin, wie ich bin, dann bin ich so. Und ich war vorher nüchtern. Also jetzt ein paar Schluck. Aber es ist einfach nur Freestyle und Fantasie. Versucht mal selbst, Mr. Eos zu sein. Versucht das mal. Schreibt mal in die Kommentare, ob es geklappt hat. Macht man nicht, aber muss raus.
Ich schmecke weiterhin Holz. Warte, ich gehe noch ein bisschen tiefer. Also, die Gespräche verlaufen noch viel zu oberflächlich. Irgendwie sehe ich ein Bällebad. Bunte Bälle. Auch blaue Bälle. Ja, ich glaube, es sind mehr blaue Bälle. 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 Nicht Hund. Oh, es kam Ozean durch. Jetzt kam eine Welle. Okay, es kam eine kleine Welle. Das, was hier so gebittert hat, ist eigentlich gar nicht mehr so stark vorhanden. Was sehe ich noch? Einen kräftigen Stoß Zahnpasta. Genau. Ein graues Haar mehr. Ja, es ist fantasievolles Bier. Ich habe jetzt fast schon die Hälfte. Und meine Fantasie muss noch ein bisschen tiefer gehen. Ich sehe einen Stock aus Holz. Wir sind wieder beim Holz. Ach, ja gut. Jetzt wird es langsam möglich, ich weiß. Weihnachtsmann. Ich sehe einen Weihnachtsmann. Osterhasen. Schokoladenform. Silberpapier. Goldenes Silberpapier. Was zur Hölle? Ihr wisst schon, es gibt auch goldenes Silberpapier, ja. Ich sehe einen Baum. Wieder sind wir beim Holz. Er verändert seine Farbe. Grün, blau. Wald, Pilze, Holz, Rauch. Wanderweg. Ja. Vielleicht könnt ihr mit diesen Begriffen irgendwas anfangen. Auch eine Verbindung zu diesen Dingen herstellen. Ich bin jetzt tief in mich gegangen. Oh, die Eier. Alles gut, die kochen ja nicht mal. Also sind im Ansatz zum Prickeln. Ich glaube, ihr seid jetzt fertig. Ja. Weil wir testen ja noch diese Kung Fu Panda Nudeln. Und da ist zwar schon hier drin irgendwie Gewürz und Möhren und so. Aber hier haben wir noch ein extra Gewürz. Das werden wir noch mit hinzufügen. Und dann kommen noch Eier dazu. Habe ich mir mal so überlegt. Ja. Das Gewürz und ein bisschen Makroplastik. Nicht immer nur Mikroplastik, sondern einfach ein bisschen Makro. Hey, war nur Spaß. Das. Vielleicht ist es gar kein Plastik. Vielleicht. Ach, egal. Na, hier nochmal die Kombination normales Früchtemüsli, wenn man da ein paar Früchte mit, also echte Früchte, die anderen sind auch echte, aber gefriergetrocknet. Das sind hier ganz normale Früchte, nicht gefriergetrocknet. Kosten wir jetzt nochmal diese Panda-Nudeln, Kung-Fu-Panda-Nudeln und drei Eier. Jo, das. Ja, ich weiß schon, was ihr jetzt denkt. Ostern ist vorbei. Und habt ihr es gedacht? Kung Fu Panda, okay. Drei Eier. Bisschen kombinieren. Ach ja, das Müsli. Habe ich mir was vorgenommen, Alter. So, nun zu den Kung Fu Panda Nudeln. Man nimmt dieselbe Gabel wie fürs Müsli. Warum verschwenden? Für einen Löffel. Kann ich jetzt schon sagen.
Gefriergetrocknete Früchte ist so oder so nicht meins. Hat irgendwo seinen Zweck, Anwendung, dann sagt es mir. Aber im Müsli habe ich das auch nicht gesehen. Nein, dann lieber frisches Obst rein, Gemüse rein. Na, frisches Obst rein, ja, perfekt. Süß, aber dieses Gefrier, getrocknete, keine Ahnung. Neue Mode, muss nicht sein, für mich. So, jetzt kostet man Pandanudeln. Testen wir mal an. Schon schön umgerührt, ja. Geräusche? Nein. Relativ neutral. Leichte Salznote, also minimal. Ist halt so, dass es dann nicht ja, unsalzig schmeckt. Also so, das mag ich dann auch nicht. Salz in Maßen, im guten Maßen, würde ich mal sagen, ist in Ordnung. Diese Gewürze sind hier auch gut vertreten, die alle anderen. Die alle anderen. Schmecken gut, ja. Hat irgendwas, zumindest die Gemüseversion hier. Kriegt von mir auf jeden Fall 8,5 EOS-Punkte. Ihr seid erstaunt, warum die Zahl gerade so hoch ist, weil es passt einfach alles. Nicht zu salzig, nicht zu unter. Ja, das weiß ich schon. Ein bisschen Austern reinmachen. Okay. So, schön herzhaft. Und jetzt noch das Müsli. Ich habe mir was vorgenommen, echt jetzt. Aber so soll das sein. Ich denke, wir sind am Ende mit dem Video und schauen mal, was noch so kommt demnächst. Ich würde sagen, lasst euch überraschen und ja. Ja, kauft euch Panda. Da könnt ihr nichts damit falsch machen. Der Flop war besser, wo es kurz off war und wieder zu und off, als frisch off. Vielleicht war es gar nicht frisch off. Doch, ich gehe mal davon aus. War ja Siegel verschließt. Siegel verschlossen. Egal. So, strecken wir das Video mal nicht weiter in die Länge und sagen: Guten Morgen, Panda.